und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adobe Live for Business. Schön, dass ihr heute alle dabei seid. Schreibt uns doch gleich mal in den Kommentaren oder im Chat, von wo ihr heute einschaltet. Das würde mich sehr interessieren. Für alle, die unser Format noch nicht kennen, denn wir gehen mal davon aus, dass vielleicht noch nicht alle dieses Format geschaut haben in der Vergangenheit. Adobe Live for Business ist unser Livestream-Format für alle, die kreativ in großen oder kleinen Unternehmen arbeiten. Denn wir schauen uns einfach an, wie arbeiten denn eigentlich die anderen? Und wir wollen wissen, welche Herausforderungen diese Personen in ihrem täglichen Arbeitsalltag haben. Deshalb haben mein Kollege Anton Knoblach und ich uns in den letzten Monaten alle zwei Wochen sehr, sehr viele verschiedene spannende Gäste aus den verschiedensten Branchen eingeladen und mit ihnen über ihren Arbeitsalltag gesprochen. Wir werden euch auch gleich mal in den Kommentaren noch unsere Playlist verlinken. Da könnt ihr euch auch die ganzen letzten Folgen der letzten Monate nochmal mit anschauen. Aber heute haben wir eine Sonderedition unserer Sendung geplant und sind dafür zusammengekommen, denn wir möchten heute einen Blick auf den Bildungsbereich werfen und zwar ganz konkret auf den Bereich Higher Education bzw. Hochschulen. Wir haben dazu im April diesen Jahres schon mal eine Sendung gemacht, eine Sondereducation-Folge und haben damals über Kreativität und Technologie im Grundschul- und Bildungsbereich gesprochen. Natürlich damals auch sehr im Hinblick auf die damals geltenden Corona-Maßnahmen. Und wen es interessiert, auch diesen Link werden wir jetzt nochmal in den Chat posten. Dann könnt ihr euch im Nachgang auch diese Sendung nochmal anschauen. Das war damals sehr, sehr spannend, denn wir haben unter anderem mit einem Grundschullehrer gesprochen, der einfach ja von seinen Eindrücken erzählt hat. Aber heute geht es, wie gesagt, um den Hochschulbereich und dafür haben wir uns heute einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, und zwar Vanessa Leisling. Sie ist Diplomdesignerin und Dozentin für Fotografie und digitale Fortbildung. Mit ihr wollen wir uns heute anschauen, wie die aktuelle Covid-19-Situation die Vorlesungen für sie, aber auch für die Studierenden verändert hat, aber auch ganz allgemein darüber sprechen, welche Herausforderungen kreative Studiengänge für Studierende und auch für die Dozenten mit sich bringen. Genau, also ein sehr spannendes Thema und ja, uns würde natürlich interessieren, wie ihr das miterlebt habt, welche Erfahrungen, welche Meinungen ihr zu dem Thema habt. Wir möchten diese Sendung mit euch gemeinsam gestalten. Deshalb stellt sehr gerne eure Fragen im Chatfeld und ich werde die dann im Gespräch mit Vanessa auch mit aufnehmen und wir schauen, dass wir das alles beantworten können, was da von euch kommt. Vielleicht noch eine kurze Erläuterung dieser Plattform. Es gibt hier ein normales Event-Chatfeld. Da sehe ich auch, dass einige von euch schon ganz fleißig geschrieben haben. Das könnt ihr natürlich jederzeit nutzen, auch sehr gerne, um einfach eure Erfahrungen, eure Meinungen mit uns zu teilen. Ansonsten gibt es noch das Q&A-Feld. Das seht ihr ebenfalls in der rechten Seite eurer Menüleiste. Und da würde ich euch bitten, eure konkreten Fragen an Vanessa bzw. zu den Themen, die wir besprechen, zu stellen. Denn das fällt uns dann ein bisschen einfacher, die einzelnen Fragen da rauszupicken und mit ins Gespräch zu nehmen. Ansonsten noch ein kleiner technischer Hinweis. Falls ihr irgendwelche Probleme mit Audio oder Video habt, auch während des Videostreams, dann könnt ihr rechts unten in den Einstellungen einfach schauen, welche Kamera oder welche Tonausgabe bei euch ausgewählt ist. Und falls das nicht klappen sollte, dann hilft es bei BlueJeans, dass man sich einfach nochmal neu einwählt. Das nur so als kleiner Tipp noch. Und ansonsten, bevor wir jetzt direkt mit dem Interview mit Vanessa loslegen, noch ein kleiner organisatorischer Hinweis im eigenen Interesse. Nächste Woche findet nämlich die Adobe Max 2020 statt. Das ist die erste komplett virtuelle Kreativkonferenz und ihr könnt euch komplett kostenlos anmelden und euch euer Programm aus über 350 sehr coolen Sessions zusammenstellen. Es sind Speaker aus dem Bereich Film, Fotografie, Musik und so weiter da. Also wirklich, wir haben ein ganz tolles Programm zusammengestellt und den Link zur Anmeldung posten wir euch natürlich auch nochmal im Chat. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Genau. Und damit würde ich sagen, ja, genug der Anfangsworte, genug gequatscht. Wir fangen jetzt direkt an mit unserem Gespräch. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen bei Adobe Live for Business, Vanessa Leisling. Ja, hallo, liebe Julia. Hallo zusammen. Hallo, Vanessa. Sehr schön, dass du heute bei uns bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon und ja, bin gespannt und hoffe auch auf einen regen Austausch. Also nochmal in den Chat. Stellt mir Fragen und ja, ich freue mich auch über eure Erfahrungswerte hinsichtlich Digitallehre,
Also schreibt alles der Julia in den Chat. Vielleicht können wir danach noch eine andere Frage-Antwort-Runde machen. Sehr cool, ja. Super, dass du es nochmal erwähnt hast. Genau. Also gerne alles in den Chat schreiben. Wir freuen uns da sehr drauf, dass wir natürlich auch mit euch ein bisschen diese Sendung gestalten können. Ja, Vanessa, ich habe vorhin schon mal ganz kurz dich vorgestellt, aber es ist mir ehrlich gesagt sehr schwer gefallen, in einem Satz zusammenzufassen, was du eigentlich machst. Deshalb würde ich dich bitten, dass du einfach noch mal kurz erzählst, was du genau machst. Ja, sehr gerne. Also Vanessa Leistring, ich habe viele Stationen auf dem Weg, wo ich mich jetzt befinde, waren natürlich einige Punkte. Begonnen hat es mit einem Kunstgeschichtsstudium an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, bin danach aber recht schnell oder war schon immer der Fotografie verfallen und bin recht schnell zur Fachhochschule nach Dortmund gewechselt, habe dort auch auf Diplom zu Ende studiert, währenddessen einige Praktika, Assistenzen, unter anderem bei Martin Paar in London, Agentur Magnum, im Bildarchiv gearbeitet. Also da gibt es viel zu erzählen. Auf jeden Fall England abgeschlossen, Diplom abgeschlossen, 2009 mich selbstständig gemacht mit einem eigenen Fotostudio. Ja, 10 Jahre in der Fotografie gearbeitet oder immer noch. Ich habe auch immer noch mein Fotostudio und bin aber seit 2015 selber in die Lehre gewechselt. Das läuft so ein bisschen parallel. Ich bin seit 2015 Lehrbeauftragte für Fotografie an der Alanus-Hochschule. Das ist in Bonn eine Kunsthochschule. Da liegt mein Schwerpunkt mehr auf der Technikvermittlung. Sage ich vielleicht gleich nochmal was dazu, oder wenn sich das ergibt. Und ja, schön, habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Dann wurde ich gefragt, ob ich auch an der Hochschule, wo ich selber studiert habe, Lehrbeauftragte sein möchte. Und das mache ich jetzt seit 2017. Mhm. Bin also dementsprechend seit 2017 auch jetzt im kommenden Wintersemester wieder dabei als Lehrbeauftragte für Fotografie. Und da ist mein Schwerpunkt die medialen Dialekte, heißt Genrefotografie, ein Gestaltungsseminar. Kann ich gleich auch gerne nochmal was zu sagen. Und ja. Und Genau, das letzte Semester komplett digital. Und ich denke mal, da werden wir auch gleich das Thema vertiefen und werde ich ein bisschen Einblick in meine Arbeit geben. Ja. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Wie gesagt, das hätte ich niemals so in der Intro so wiedergeben können. Deshalb sehr gut, dass du es einfach nochmal selber kurz erklärt hast. Ja. Ich würde einfach sagen, lass uns gar nicht lang um den heißen Brei rumreden. Was uns, glaube ich, alle interessiert, ist, wie deine Hochschule und wie du damit umgegangen bist in der Corona-Situation. Wie habt ihr das gemacht? Wie ging das Ganze los? Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie die letzten Monate waren. Ja, also das, wie gesagt, ich habe jetzt 2 Erfahrungswerte von 2 Hochschulen, auf die ich zurückgreifen kann oder beziehungsweise auch noch ein weiteres Seminar für Erwachsenenbildung, was ich auch noch gebe. Daraus kann ich natürlich ein bisschen berichten. Es hat uns natürlich, sage ich mal, alle eiskalt erwischt. Die Digitalisierung war schon immer Thema. Alle haben davon gesprochen. Einige Hochschulen haben auch schon umgestellt und hatten auch schon Systeme vorbereitet. Ganz positiv Beispiel war da auch die FH Dortmund. Die war eigentlich auch schon für die Digitalisierung, sage ich mal, was diese ganze Backend-Office anbelangt, gut strukturiert. Dass wir natürlich trotzdem alle überrascht waren. Aber ich sag mal, die Gegebenheiten waren alle schon da. Also wir haben da mit Cisco Webex oder arbeiten immer noch damit. Die Struktur war schon vorhanden. Das war natürlich für uns alle sehr, sehr gut. An der Alanus-Hochschule arbeiten wir mit dieser Plattform Moodle. Das ging auch alles sehr, sehr gut von der Hand, muss ich sagen. Aber es ist natürlich inhaltlich von der Lehre oder für uns Lehrkörper, so 2 Teile. Inhalt ganz anders aufzubereiten. Die Präsenzlehre, gerade in so einem Studiengang Fotografie, wo ja sehr, sehr viel Praxis, Austausch, also die Kommilitonen, die unterhalten sich ja, es ergibt sich ja ganz viel einfach in so einer Präsenzlehre, was, sage ich mal, jetzt in dem Digitalen, wenn man so in diesem Frontalunterricht wieder zurückgeht, wo ja eigentlich auch, ich glaube, kann ich auch für sprechen, der Schulbereich sich ja auch von diesem Modell eigentlich ein bisschen verabschiedet hat,
ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, es ist so, dass das auch nicht mehr so diese angepasste Sozialform ist, wie man unterrichten sollte. Aber das ist natürlich, diese Digitallehre war auf einmal sehr, sehr frontal und sehr einseitig. Und ja, wir mussten alle ja unsere Lehre auch neu strukturieren. Und ja, es waren so zwei Herausforderungen. Einmal das Technische. Also das fing natürlich an von der Hardware. Ich war da ganz am Anfang, ganz vorne mit dabei, habe mir direkt ein, das sieht man jetzt auch, ich habe jetzt den Greenscreen zwar im Hintergrund. Ja, ich habe mir das direkt alles hier aufgebaut, lag aber daran, dass ich da auch persönlich ja Interesse hatte und mich damit immer schon beschäftigt habe, mir direkt das OBS-Studio mich da reingefuchst habe, mit Greenscreen-Hintergründen ausprobiert. Konnte man sich so vorstellen, ich habe auch im Hintergrund Bilder eingeblendet von Studierenden oder von Workshop, den Ergebnissen. Mhm. Also ich war da, sage ich mal, am Anfang habe ich mich da auch wirklich reingefuchst und hat mir auch Freude bereitet. Das war, würde ich vielleicht sagen, nicht für alle Kollegen so einfach. Gut, man muss ja auch nicht. Ne? Man kann ja auch, wie du jetzt aus dem Homeoffice, von da aus streamen und den Unterricht gestalten. Ja, aber das war so diese eine Sache, die eine Herausforderung, dass wir natürlich alle ja technisch von der Hardware, von der Software, die ganze Technik erstmal uns ja intensiv mit auseinandersetzen mussten. Genau. Und man muss es dann natürlich auch bedienen können in so einem Seminar. Und eben ja, der Inhalt der Lehre ist ja auch eine ganz andere Struktur. Ich gebe an der Alanus Hochschule vermehrt Technikseminare, wo wir eben auch im Fotostudio arbeiten, Lichtstudien machen, am Kopf, also wirklich am Porträt. Das fiel natürlich jetzt alles flach. Ich habe trotzdem diese Workshops gegeben, aber da musste man natürlich ganz neue Aufgaben, ganz neue Lernziele formulieren, natürlich in so einem Vorort so nicht machbar ist. Ne? Und wie wurde das von den Studierenden dann angenommen? Also waren die dann irgendwie auch enttäuscht vielleicht, dass es eben diese Workshops im Fotostudio nicht mehr gab? Oder fanden die das eigentlich ganz cool, dass sie jetzt nicht mehr irgendwo hinkommen mussten? Ja, also es war in der Tat so, dass einige auch schon, ich habe dann auch manchmal so Wochenend-Workshops gegeben und einige sind dann leider schon am ersten Tag ausgestiegen und haben mir im Chat eine Nachricht geschrieben, hey Vanessa, toller Workshop, aber ich komme doch wieder, wenn es Präsenz ist. Klar, wenn man natürlich Kameratechnik virtuell vermittelt, ist das natürlich schwierig. Man lernt dann natürlich am besten am Objekt und mit der Kamera natürlich am besten und den einzelnen Aufgaben, die ich natürlich auch so vorbereite, dass da die Technik klar wird. Also da haben sich einige auch wieder, sage ich mal, sind offline gegangen und haben gesagt, das ist nichts für mich. Aber so grundsätzlich ist mein Resümee sehr positiv, muss ich sagen. Also was mir generell positiv aufgefallen ist, war die Teilnahme. Man kennt das ja so von den Seminaren, wenn man an der Hochschule ist, da fängt ein Kurs um 9:30 an und dann kommt der eine um kurz nach 9:30, der andere um 9:45 und dann war es die Bahn, dann war es noch der Hund und irgendwas ist immer. Und dann trudeln die so langsam ein. Das ist natürlich auch so eine Erfahrung aus der Präsenzlehre. Das war digital überhaupt nicht. Es waren alle pünktlich, auf die Minute genau. Das habe ich auch noch nicht so weit analysiert, was da die Gründe sind, ob man Angst hatte, was zu verpassen, weil vielleicht auch der Austausch im Seminar, dann spricht man mal den Kommilitonen an, was habe ich verpasst? Das fällt vielleicht auch so weg. Gerade wenn man jetzt im Winter begleite ich ein erstes Semester, die kennen sich alle noch nicht. Das wird... kann ich gleich nochmal was zu sagen. Wird das auch komplett digital stattfinden oder schon präsent? Wir sind eigentlich angehalten, das Erstsemester-Seminar jetzt präsent zu geben in bedeutend kleineren Seminargruppen. Wobei ich sagen muss, ich sitze ja jetzt hier in Dortmund und streame gerade aus Dortmund und wir sind jetzt seit gestern oder vorgestern auch Hotspot. Und ich habe schon gesagt, dieses Wort ist jetzt in aller Munde, dynamischen Situationen, dynamischen Lage, kann man das jetzt gar nicht so fest sagen. Ja. Also Stand der Dinge gerade im Moment des Interviews ist, es findet als Präsenzunterricht statt. Aber ich habe schon in meiner Seminarbeschreibung reingeschrieben, es kann natürlich auch ein Hybrid-Seminar werden. Also man möchte ja auch nicht, dass da noch weitere Infektionen und ja, man muss dann schauen. Also ich denke mal, es wird eine Mischung sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn die ersten Male Präsenz stattfinden, damit die Kommilitonen, also ich weiß es ja selber oder jeder, der studiert hat, da passiert ja ganz viel. Man geht auf eine neue Hochschule, kommt vielleicht aus einer anderen Stadt. Man muss
ist ja auch angehalten, Freundschaften, Kontakte zu schließen. Ja, das ist ja, ja ganz, ganz wichtig. Und digital funktioniert das ja. Oder da sind noch mal andere Hemmungen, würde ich sagen. Na klar, ja. Und ich finde, das ist auch tatsächlich nur eine Seite. Also klar, diese ganze, das Studierendenleben, das findet im Moment nicht statt. Ja. Aber die andere Seite ist ja auch, dass man viele der Dinge, die man für sein Studium erledigen muss, auch tatsächlich nur an der Hochschule machen kann, weil man vielleicht zu Hause auch gar nicht die Programme dazu hat oder nicht diese Infrastruktur hat. Wie ist das jetzt konkret bei deinen Studiengängen? Können die Studierenden überhaupt von zu Hause das machen, was sie sonst im Studiengang machen würden, an Hausarbeiten und so weiter? Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt im Sommer ein Seminar zum Thema, also auch wieder in den Medialdialekten, aber Schwerpunkt Selfie-Fotografie gegeben. Ich hatte die Aufgaben anders, also wir arbeiten ja weit im Voraus und planen das im Voraus. Da war dann Corona noch nicht so präsent. Ich musste meine ganzen Aufgaben nochmal so umstrukturieren, dass es wirklich auch im Shutdown funktioniert hat. Und ja, da gab es natürlich eine Aufgabe, auch ein Webcam-Porträt vom Kommilitonen zu machen, hinsichtlich, dass die sich kennenlernen, ja, also dass die halt ja in Partnerarbeit auch arbeiten. Mhm. Aber klar, meine Aufgaben waren vorher anders. Ich musste sie jetzt ändern. Das, ja, war dann leider so. Und natürlich jetzt die Bibliothek ist gerade auch nur begrenzt nutzbar. Zwischendurch war natürlich auch alles geschlossen. Gerade bei uns in der Fotografie, die Druckerräume, das Labor, die Fotostudios. Also da, wo die Fotografie stattfindet, das bricht natürlich für ein digitales Seminar, brechen diese Orte halt weg. Ja? Ja, ja. Das ist natürlich schwierig. Ich habe vermehrt auch ja Literatur dann angeboten und habe andere Schwerpunkte natürlich gesetzt. Aber dauerhaft in so einem angewandten Studiengang sehe ich das schwierig. Hm. Eine Mischung, positiv, aber nur aber eben digital. Komplett digital ist schwierig. Ja, ja. Manche Sachen gehen einfach nur analog. Ja, also ich sag mal, in geisteswissenschaftlichen Studiengängen ist das natürlich was anderes, aber gerade in sowas Angewandten wie in meinem Bereich, sei es Schwerpunkt, die künstlerische Fotografie, das findet halt auch viel in den Räumlichkeiten der Hochschule statt, ja. Hm. Du, wir haben schon mal eine erste Frage, und zwar von dem Ronny. Ich würde gerne wissen, ob es eine Liste, ein Paket mit dem Material bzw. der Technik gibt, die man für so eine Einrichtung benötigt, so wie du das jetzt hast mit deinem Greenscreen-Beleuchtung. Also finde ich eine ganz interessante Frage. Ja, ja, oh je, darf ich hier Namen nennen, Name-Dropping machen? ich muss sagen, gerade wenn man OBS nutzen will, ich habe hier mein MacBook Air, der hat dann am Anfang auch direkt schnell den Geist aufgegeben, war auch zu erwarten, musste ich auch nachrüsten auf ein MacBook Pro nochmal. Ansonsten, ja, schneller Rechner, Grafikkarte und so weiter, also eine separate. Dann habe ich natürlich ein externes Mikrofon. Ja, ich meine, ich kann sowas mal zusammenstellen und vielleicht nochmal im Anschluss irgendwo zur Verfügung stellen. Ich habe noch eine externe kleine Webcam von Logitech. Ja, ich weiß nicht, inwieweit ich das hier alles sagen darf, aber ich könnte da vielleicht gerne nochmal was sagen. Also zwei LED-Lampen, schneller Rechner, Mikrofon muss es auch gar nicht unbedingt sein, aber eine externe Kamera würde ich empfehlen. Mhm. Internen Kameras sind meistens alle nicht ganz so von der Auflösung, geben nicht so viel her, und man hat natürlich die Möglichkeit, dass man die Kamera nochmal woanders positionieren kann, ja? Ja, ja. Mhm. Nee, ich finde es eine gute Idee, dass du es uns vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenschreibst, und Ronny, du kannst dich natürlich sehr gern bei uns über die eingeblendete E-Mail-Adresse melden, die wir auch im Chat geschrieben haben, und dann können wir euch natürlich auch vielleicht einfach mal connecten. Ich glaube, das macht Sinn. Ja, gerne. Genau. Wie gesagt, also jetzt auch nochmal an alle Studierenden, die jetzt vielleicht auch zugeschaltet sind oder im Nachgang sich das anhören. Das ist natürlich jetzt auch nachher so eine Barriere, wenn man sagt, jetzt man will im Wintersemester studieren und oh mein Gott, es ist erstmal so eine wahnsinnige finanzielle Barriere, oder man denkt dann auch so, gut, das muss man ja auch stemmen können. Viele Jobs sind weggebrochen, Kellnerjobs, also einfach Studentenjobs, dass man nachher wankt und sagt, ich kann dieses Studium gar nicht erst angehen. Also ja, das wäre falsch, das möchte ich jetzt auf keinen Fall vermitteln. Es reicht auch der kleine Laptop oder die kleine Webcam am Smartphone, also ja, ne? Man muss das jetzt nicht unbedingt so aufbereiten.
das ist schon ein Pro-Set, was du da hast, auf jeden Fall. Genau. Also ich hab auch Studenten gehabt, die haben von zu Hause im Bett mit Chipstüte sich zugeschaltet. Das ja? geht natürlich auch, genau. Das geht auch. Vielleicht können wir auch gleich da nochmal ansetzen, weil du schon gesagt hattest, nicht, dass das jetzt irgendwie abschreckend wirkt. Was muss es denn oder was braucht es denn, damit gerade kreative Studiengänge auch zukünftig noch attraktiv bleiben für Studierende? Jetzt gerade, wenn wir uns irgendwie anschauen, viel der Fortschritt in der künstlichen Intelligenz und Automatisierung, welche Argumente bringt man den Studierenden da mit, damit wirklich das für sie auch weiterhin attraktiv bleibt? Also hinsichtlich des Studiums oder? Genau, weil du schon meintest, es ist eben schwierig. Man braucht gerade für kreative Studiengänge viel Equipment. Man braucht natürlich generell auch Geld zum Studieren. Und wenn jetzt Studentenjobs auch wegbrechen, was braucht es zum Beispiel auch von Seiten der Hochschulen? Ja, also ich muss sagen, jetzt natürlich, wie gesagt, absolut jetzt diese Ausnahmesituation Corona, lasse ich noch mal ganz kurz außen vor. Ich meine, es ist ja so, dass die Hochschulen alle sehr gut ausgestattet sind. Also wirklich noch mal positiv Beispiel, die FH Dortmund. Wir haben ja riesengroße Fotostudios. Wir haben auch ein Rent, wo man sich Equipment ausleihen kann. Also ich sag mal so, gerade am Anfang des Studiums würde ich nicht in die Schuldenfalle treten und sagen, ich muss alles kaufen. Man kann sich natürlich viel ausleihen. Jetzt ist es natürlich eine Sondersituation. Die Außenausleihe war natürlich jetzt auch nur begrenzt. Und klar, ne, das ist jetzt gerade momentan schwierig. Ich meine, ansonsten klar, so eine gewisse Grundausstattung mit einem schnellen Computer, einer Spiegelreflexkamera, klar, das bedarf es. Und jetzt natürlich, ja, mich hatte gerade gestern noch eine Bekannte gefragt, ob ich mir das neue iPhone holen will. Da habe ich gesagt, du, ich sehe jetzt gerade momentan mehr, also man muss ja auch mal selber schauen, wo so der eigene Bedarf ist und wo man sich selber weiterentwickeln will. Und gerade sehe ich das so, lieber vielleicht den Studenten zu sagen, kauft euch einen schnellen Computer, konzentriert euch eher jetzt auch vielleicht auf Photoshop. Oder geht solche Programme, vielleicht lernt das jetzt in der Zeit, wo man so dieses stille Zuhause-Arbeiten gerade auch eben machen kann und versucht dann vielleicht in einem Jahr, wenn Corona vorbei ist, ich weiß es nicht, wie lange das noch angeht, dann kann man sich vielleicht auf die Projekte mit Team, mit Kamera, mit Equipment draußen konzentrieren. Jetzt gerade würde ich jedem den Tipp geben, dann vielleicht auch lieber einen guten Rechner, bringt euch Photoshop bei, also jetzt so in meinem Kreativbereich, so je nachdem, wo die Schwerpunkte liegen. Bei Grafikern natürlich andere als bei 3D-Artists oder Fotografen, ja, natürlich immer hinsichtlich des eigenen Schwerpunktes. Ja. Ich natürlich die Zeit nutzen, so mache ich das selber auch, jetzt alles zu machen, was man in Isolation quasi machen kann, ja. Ja. Und da natürlich die Hochschule, ja, was wünschenswert wäre an euch, natürlich vielleicht jetzt gerade während Corona die Cloud etwas vergünstigt anzubieten. Es ist natürlich ein sehr teures Studium eh schon. Und ja, wenn dann Studentenjobs wegbrechen, die wirtschaftliche Situation gerade einfach ja schwierig ist, wäre es natürlich interessant, in dem Bereich entweder nochmal Kooperation mit der Hochschule zu fassen, dass man sagt, man macht da die Cloud, ich weiß es nicht, vielleicht für 5 Euro also, Gebühr im Monat oder so, ne? Dass da, ja. Also ist es jetzt im Moment noch nicht so, dass jetzt die Creative Cloud irgendwie über die Hochschule zur Verfügung gestellt wird, aber das wäre zum Beispiel etwas, um solche Studiengänge auch attraktiver zu machen, beziehungsweise um es den Studierenden einfacher zu machen, ein Stück weit, oder? Ja, also natürlich in den Räumlichkeiten der Hochschule sind wir alle ausgestattet. Da gibt es natürlich die Pakete. Es ist nur, wenn man die Hochschule nicht betreten darf, gerade während des Lockdowns, können die Studenten natürlich nur auf ihre privaten Sachen zurückgreifen. Und da wäre es dann nochmal schön, wenn es da vielleicht Kooperationen gäbe, dass man sagt, okay, jetzt fürs nächste Jahr bieten wir nochmal ein Angebot, das auch ja für jeden Bildung einfach zugänglich ist. Ja. Natürlich sind die Hochschulen alle mit Photoshop, Premiere und so weiter, also mit den Bereichen und Programmen, wo ich mitarbeite, alle ausgestattet, klar. Ja. Nur wenn es da gerade Begrenzungen gibt, kann natürlich, ja, ist das so Bildung für alle gerade nicht möglich. Ja. Meine Kollegin, die Christiane, schreibt ja auch gerade im Chat, dass wir
über die Rahmenverträge im Bildungsbereich sehr gute Angebote haben, die dann auch die Möglichkeiten für den Home-Use für die Studierenden ergeben. Also vielleicht können wir uns da auch einfach nochmal im Nachgang dann dazu unterhalten. Aber klar, das ist natürlich ganz klar, dass gerade jetzt in der Situation, wenn die Studierenden eben nicht an der Hochschule die Programme nutzen können, dass man dann natürlich irgendwie schauen muss, wie können sie trotzdem weiterhin mit den Programmen arbeiten und sich ständig weiterbilden in dem Bereich. Das ist natürlich ganz wichtig. Mhm. Ja. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, wäre jetzt mal ganz abgesehen von Corona, wie vermittelt man denn eigentlich Kreativität? Also wie lehrt man denn Kreativität? Kreativität ist ja so ein großer Begriff. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, bevor wir zu der Frage kommen, was für dich eigentlich Kreativität ist. Ja, klar, da gibt es natürlich verschiedene Strategien, die wir den Studenten mit an die Hand geben. Also konkrete Aufgaben, Bild mit Bild zu kombinieren. Also wir geben ja auch Anregungen oder stellen unsere Aufgaben hinsichtlich ja gezielter Lernziele. Und so kann man natürlich dann auch Kreativität erlernen. Also Montagetechniken, wie funktioniert ein Bild mit dem nächsten? Was gibt's da für assoziative Verschränkungen? Wie wirkt was miteinander? Das ist ja vielleicht einigen, sage ich mal, die noch vorher nicht so Berührungspunkte damit hatten, nicht geläufig. Und natürlich haben wir Aufgaben, die so formuliert sind, dass sie zum Nachdenken anregen. Und dass man da in dem Bereich dann später auch das anwenden kann. Ja, also da gibt es einen Kollegen, macht immer eine sehr schöne Aufgabe, das anonyme Porträt. Da geht es darum, jemand zu zeigen, ohne ihn direkt zu zeigen. Also vielleicht jemand was vors Gesicht halten oder hinter eine verspiegelte Wand stellen. Also das sind ja schon kreative Spielereien. Wenn man das einmal so durchgedacht hat und dann anwenden kann auch immer wieder, sind das natürlich auch eben diese Strategien, wo man dann später, sag ich mal, Jobs mit abwickeln kann. Also für die Fotografen unter uns kennen das ja. Man hat vielleicht mal irgendwo einen Pressetermin, hat 10 Minuten Zeit für ein Porträt und dann steht man da, ja. Dann muss natürlich das Equipment, das Handwerk sitzen, aber man muss natürlich auch in dem Moment liefern können, also Kreativität abrufen können. Und von daher finde ich ganz klar, kann man das erlernen, wie gesagt, bei uns im Studium. Und dann kann man diese Mittel, was man erlernt hat, natürlich auch schnell anwenden. Ja, also das sind natürlich je nach Modul verschiedene Aufgaben. Die medialen Strategien werden vermittelt. Hinsichtlich in meinem Modul, wo wir auch gezielt auf die Fotografiegeschichte eingehen, schauen, wer hat was schon gemacht, wo verordne ich mich, wie kann ich was Neues mit einbringen, ne, vielleicht was Altes mit aufgreifen, was wieder neu wiedergeben. Also da geben wir schon ganz gezielt Anleitung und begleiten die Studenten. Und natürlich auch wird ein Skizzenbuch geführt, Ideen weiterentwickelt, Konzepte geschrieben. Also das ist natürlich auch alles sehr strukturiert. Mhm. Das denkt manche einer gar nicht. Also viele, die vielleicht gerade jetzt anfangen zu studieren, meinen auch, ach, da lerne ich halt vielleicht nur die Technik. Klar, die Technik wird auch vermittelt, aber eben auch das ganze andere drumherum, wie aus allen gute Fotodesigner oder Fotografen werden oder Fotokünstler. Mhm. Und ja, das hinsichtlich Konzepterstellung, Skizzenbuch, das ist natürlich ein Prozess, ja. Ein Prozess hin zur Kreativität quasi, um die auszubilden. Ja. Das finde ich eigentlich ganz schön, ja. Kann man schon so sagen, ja. Wir haben auch eine Frage im Chat, ob du denn denkst, dass grundsätzlich jeder kreativ sein kann, beziehungsweise Kreativität erlernen kann? Ja, absolut, ja. Das ist doch eine klare Aussage. Ja. Doch, ja. Also klar, manche denken ja immer, es hat viel mit Talent zu tun oder das sagt man ja auch mal so, ach, ich kann das nicht, bin ich nicht talentiert genug für, kennt man ja, ne? Der eine will zeichnen lernen und sagt, nee, das liegt mir nicht, aber selbst da gibt es natürlich auch Kurse und Seminare, wie man das lernen kann, ja. Und jeder ist ja auch irgendwie auf seine eigene Art kreativ, also ich finde... Ja, jeder bringt natürlich auch so seine eigene Handschrift mit oder beziehungsweise bringt was Eigenes mit und diese Handschrift entwickeln wir dann natürlich auch oder arbeiten das heraus, wofür jemand auch steht. Das ist natürlich auch ein langer Prozess, eine Begleitung. Aber absolut kann man das lernen, ja. Schön. Ich finde,
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort tatsächlich schon, denn wir sind schon fast am Ende unserer Sendung. Ja. Ja, ich hab dir vorher gesagt, die Zeit wird sehr schnell vergehen. Oh, okay, und das ja. ist sie jetzt tatsächlich auch. Nein. Okay, ja. Vielleicht noch eine, doch noch eine letzte Frage. Ich weiß, es ist jetzt gerade total schwer, das zu sagen, aber gibt es einen Ausblick in die Zukunft? Wenn wir jetzt mal gar nicht unbedingt auf Corona, aber welche Entwicklungen siehst du hinsichtlich kreativer Studiengänge zukünftig? Jetzt gar nicht auf das digitale Semester gesprochen, sondern allgemein. Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage, ja. Also ich meine, es entwickelt sich ja alles immer weiter. Und auch gerade, wenn man die künstlerische Fotografie betrachtet, sind ja auch immer wieder, wenn man die jeweilige Zeit betrachtet, neue Fragestellungen und dementsprechend auch wieder neue Techniken, die kommen. Also ich bin schon davon überzeugt, dass das gut weitergeht und dass immer wieder neue Köpfe, neue Ideen und neue Techniken auch wieder neue Trends natürlich herausbringen, ja. Das absolut, ja, aber da sehe ich schon eigentlich mit einer positiven Zukunft entgegen. Das ist doch schön. Super. Ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt beantworten. Also ja, es ist auf jeden eine schwierige Fall. Frage, ja. Ja, ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage, finde ich, so ein Ausblick in die Zukunft, aber hast du auf jeden Fall beantwortet und ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss zu sagen, wir sehen das sehr positiv in der Zukunft und es wird immer wieder neue Trends geben, die sich einfach durch neue kreative Köpfe dann auch entwickeln. Das ist doch auf jeden Fall was Tolles. Ja. Genau. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst, Vanessa. Das war wirklich ein sehr schönes Gespräch, ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ich denke, wir werden uns im Nachgang auch nochmal connecten und eben vielleicht auch bezüglich deiner Equipmentliste sprechen. Ja. Genau, und uns da austauschen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank und ja, auch alles Gute. Gesund bleiben. Danke ebenfalls. Und ja, macht euch nochmal Gedanken, ob man da den Studierenden nochmal ein interessantes Package, ein Corona-Package vielleicht packen kann. Wir geben das mal weiter, genau. Ja. Okay, ich danke euch, ja? Danke. Gut, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Das ging super schnell, wie das tatsächlich immer bei Adobe Live for Business ist. Kaum fängt man an zu sprechen, schon ist das Interview auch wieder aus. Ich möchte an dieser Stelle auch allen danken, die jetzt heute eingeschaltet haben, die Fragen gestellt haben oder ihre Erfahrungen geteilt haben. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an meinen Kollegen Anton Knoblauch, der heute hier die Technik übernommen hat für uns, damit das alles auch nach Adobe Live for Business aussieht. Zum Abschluss werden wir euch auch nochmal eine kleine Survey in den Chat schicken, damit wir einfach auch euer Feedback zu dieser Sendung bekommen, um zu wissen, ob euch das gefallen hat, was wir noch ändern können. Und auch nochmal den Link zur Adobe Max nächste Woche. Da werden wir heute am Ende dieser Sendung auch nochmal ein kleines Video spielen, damit ihr so ein bisschen den Eindruck bekommt, was bei der Adobe Max alles geboten ist. Genau, und falls ihr auch an den zukünftigen Sendungen von Adobe Live for Business, falls ihr da dabei sein wollt, dann könnt ihr euch auf unserer Landingpage für die zukünftigen Folgen anmelden. Ich kann euch schon mal so viel verraten, die nächste Folge ist am 5. November. Das wird eine Back from Max-Folge sein, das heißt, wie der Name schon verrät, wir werden da einfach nochmal die Adobe Max 2020 Revue passieren lassen und uns die Highlights der Adobe Max anschauen. Genau, also falls ihr diese Sendung nicht verpassen wollt, dann meldet euch auf jeden Fall an. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren. Ein ganz kurzer Hinweis noch an alle unsere Adobe Channel Partner, die jetzt dabei sind. Für euch geht es jetzt im Anschluss weiter mit Tag 3 unseres Adobe Partner Events. Die Einwahldaten dafür könnt ihr eurem letzten E-Mail-Reminder entnehmen, den solltet ihr bekommen haben, denn das findet in einem anderen BlueJeans-Raum statt. Ich freue mich, wenn wir uns da gleich alle wiedersehen und an alle anderen vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Adobe Live for Business. Macht's gut!